Hi ho und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Die erste Sache, die mir jetzt langsam auffällt, ist, dass meine neue Kamera total dunkel ist. Okay. Ich muss mir irgendwie sowas wie ein bisschen Licht in mein Zimmer stellen. Ja, schlechte Idee. Aber egal. darum soll es jetzt mal nicht gehen, sondern um mein Thema. Heute ist Freitag. Freitag ist der Tag vom Samstag und da haben wir schon wieder dieses Gelaber. Es tut mir leid. Aber ich habe heute mich entschieden, euch mal ein bisschen was über das, was ich so die letzten Wochen, Monate für einen Eindruck gewonnen habe, mal kundzutun oder euch einfach zu erzählen. Das ist alles meine persönliche Meinung und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es kommt mir eben oft so vor. Gut, also, vor kurzem war Olympia. Eins dieser sportlichen Ereignisse, das ist ja schon Jahrtausende alt ist. Ich meine, es ist wirklich beeindruckend, wie lange es das schon gibt. Es gab es schon im antiken Athen oder auch im antiken Rom wurden solche olympischen Disziplinen einfach, ja, gesportelt oder ausgeführt oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, ich glaube, dass es damals tatsächlich noch viel mehr auf die Leistungen ankam als heute. Ich habe manchmal so den Eindruck oder diese Beobachtung, dass viele Dinge heutzutage, ich will es jetzt nicht sagen, leichter sind, weil es sind natürlich schon solche Sachen, dass so ein Profisport, was wirklich sehr zeitaufwendiges ist, wo wirklich viel Energie und Kraft und persönliches Engagement drin wichtig sind und auch eingesetzt wird. Aber ich habe einfach so oft den Eindruck, wenn ich mal einfach zurückdenke, vor vielen Jahren ich habe bisher immer die Olympia immer bloß so am Rande mitbekommen, aber da hatte ich oft so den Eindruck, ja, diese Sportler, die, ich habe da eine fette Motte. Ist das jetzt blöd? Tut mir leid. Ich hatte oft so den Eindruck, diese Sportler haben damals viel mehr leisten müssen. Die mussten viel mehr schaffen. Und die haben ja damals, wenn man so will, auch das vorgelegt, was heutzutage wieder, ja, Rekorde geknackt werden können. Und das sind so Sachen, wo ich mir dann halt denke, wo jemand sagt, zum Beispiel sowas wie, ja, der hat gerade den und den Rekord geknackt. Wo ich mir dann denke, heutzutage ist es, glaube ich, durch die Technik mal allein, wir müssen mal allein überlegen. Früher gab es keine Stoppuhren, die so genau sind wie heute. Damals gab es keinen Videokamerabeweis, dass der jetzt auf die Sekunde genau. Da ist viel mehr intuitiv auch, glaube ich, abgelaufen. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich war ja nicht dabei, aber so von meinem Gefühl her ist es so, dass heutzutage durch diese ganzen technischen Spielereien und ganzen, ja, technischen Möglichkeiten oder auch die Tatsache, dass du gefühlt der Wettkampf 4 Minuten vorbei ist und du schon im Internet dir alles angucken kannst, einfach eine ganz andere Klasse davon aufgebaut wurde. Also anders, dass es einfach alles anders funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel jemand, der in den 50er Jahren einen Rekord fürs Werfen von einem Gewicht irgendwie einen Rekord damit gebrochen hat, dann glaube ich, dass das eine andere, für mich persönlich hat das eine andere Wertigkeit, als wenn jetzt einer heutzutage diesen Dinger schmeißt und dann per Videobeweis nachgewiesen wird, der hat so viel Meter geschmissen. Weil damals gab es noch viel mehr Arbeit, Leute, die daran gearbeitet haben. Da gab es Leute, die mussten vermessen, wie weit ist das jetzt geflogen. Dann die, was auch so eine Sache ist, wo ich sagen muss, ich kann es jetzt nicht beweisen und das ist nur meine Ansicht, aber ich glaube, früher war auch die Sache mit dem Doping noch eine andere Sache. Da ist das, glaube ich, ganz anders gehandhabt worden als heutzutage. Und ich will gar nicht wissen, was die Sportler von damals leisten hätten können mit den Möglichkeiten an Doping, die es jetzt heutzutage gibt. Und allein das finde ich solche Sachen, dass es einfach, ja, in gewisser Form schon normal, als normal gilt, sich bei sportlichen Aktivitäten, wo viele Leute dann erst nicht tun, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und teilweise
ganze Nationen gedopt sind und man solche Witze in ganz vielen möglichen Sendungen oder Shows hört, möge sich vorstellen, wie dieser und jener Sportler gearbeitet hätte, wenn er für diese und jene Nation gelaufen wäre oder geschwommen wäre oder geradelt wäre. Oder auch, um es mal was anderes dabei dazu zu bringen, war nicht nur Olympia, auch die Tour de France. Ich meine, wenn du mal überlegst, wie viele Leute da wahrscheinlich gedopt sind oder die da einfach sich Hilfsmittel nehmen oder was es da heutzutage für Möglichkeiten gibt, die es einfach früher gar nicht gab. Und deswegen einfach in meinen Augen früher die Arbeit und die Leistungen in meiner Ansicht wertvoller waren, weil die einfach von sich aus mehr arbeiten mussten, weil die mehr tun mussten, weil damals gab es noch keine Proteinriegel, glaube ich zumindest. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie damals in Athen schon Proteinriegel hatten. Oder damals gab es noch keine Eiweißshakes oder irgendwelche Sachen. Ich weiß, das ist natürlich kein richtiges Doping im Sinne von Tabletten nehmen oder sich Steroide spritzen oder solches Zeug, aber es ist einfach so, ich habe einfach diesen Ansicht, dass man früher als wirklich der Sport noch begonnen hat, wo es noch keine Möglichkeiten gab, da irgendwas zu machen, es viel mehr wirklich um diese körperliche Leistung ging. Und wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würde, ob ich mir jetzt die Olympia, Tour de France, EM, WM, oder weißt du, Geier, was ich heutzutage anschaue, oder ob ich mir doch lieber irgendeine antike Variante davon anschauen möchte, würde ich immer die antike Variante nehmen, weil ich irgendwie so den Eindruck für mich persönlich habe, dass die mehr gearbeitet haben, dass die mehr geleistet haben und dass die da einfach viel härter trainieren auch mussten. Ich meine, ich will jetzt bei Gott nicht sagen, dass die heutigen Sportler nicht viel trainieren. Ich meine, so 30 Stunden oder weiß der Geier, wie viele Stunden pro Woche die da trainieren, ist ja schon auch deftig. Und natürlich auch deftig ist, wenn man mal überlegt, dass die da teilweise auch noch studieren und arbeiten und sonst was machen. Aber ich sage auch nicht, dass alle prinzipiell so sind. Ich sage auch, dass es bestimmt viele Sportler gibt, die wirklich riesige Leistungen aufbauen, ohne Hilfsmittel, ohne irgendwas. Und ja, einer von denen, die mir jetzt gerade so einfallen, oh Gott, hoffentlich fall ich da jetzt nicht auf die Nase, aber ist zum Beispiel Usain Bolt. Der schafft so unglaubliche Rekorde und das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Oder auch Fabian Hanbüchen. Oh Gott, hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, tut es mir leid an dieser Stelle, aber wie gesagt, ich kenne mich in dieser Sportwelt nicht wirklich aus. Der jetzt einfach, der wirklich, bei dem man wirklich so eine Entwicklung sieht, von Bronze zu Silber zu Gold. Und das ist einfach wirklich beeindruckend. Aber ich finde es eben so komisch, wenn ich dann wiederum solche Geschichten höre, wie, ich kenne jetzt keinen, aber bestimmt gibt es da auch so eine Geschichte, dass einer, der bei seiner ersten Teilnahme bei der Olympia oder bei einer WM oder bei einer EM oder bei der Tour de France gleich so einen auf großen Durchstarter macht und sofort gewinnt. Das finde ich dann irgendwie, da kommen schellen bei mir so Alarmglocken nach dem Motto, ob da wirklich alles nur durch hartes Training passiert, also wirklich nur durch hartes Training kommt. Und ja, die Frage ist ja, die Sache mit Doping ist ja in meinen Augen, Doping ist was Relatives. Weil für den einen ist zum Beispiel schon sowas wie, der nimmt Vitamintabletten schon Doping. Und für jemand anders ist dann erst Doping, wenn der sagt, ja, der nimmt Steroide. Und für jemand anders sind gewisse Inhaltsstoffe schon Doping. Also sowas wie, ist jetzt kein Dopingmittel, glaube ich zumindest, aber wenn einer eine Aspirin nimmt, weil er Kopfschmerzen hat und da irgendein Stoff drin ist und der dann schon ausgeschlossen wird. Das finde ich dann zum Beispiel solche Sachen. Finde ich dann komisch, weil ich dann einfach mich frage, was heißt denn Doping in diesem Sinne dann? Wo fängt Doping an und wo fängt es an, sozusagen einfach wirklich nur um Leistungssteigerung zu gehen und wo ist es dann nur zum Beispiel, dass ihr blöde Pech gehabt, einen blöden Schokoriegel gegessen? Und ja,
Da finde ich, dann sollte man auch differenzieren anfangen und nicht einfach gleich allen die böswillige Absicht unterstellen. Oder zumindest sowas wie dem die Chance geben, es zu wiederholen. Sozusagen so ein ja, Olympische Spiele zweiter Anlauf Ding oder sowas. Damit er einfach zeigen kann, ich habe es wirklich aus eigener Kraft geschafft, oder? Dass er eben beweist, ja, ich habe es nicht aus eigener Kraft geschafft. Und das finde ich dann ist so eine Sache, wo man mal drüber nachdenken sollte. Ich finde es aber auch blöd, wenn jemand zum Beispiel also wirklich in einem kurzen Zeitraum wirklich extrem große Leistung bringt und nichts gewinnt und dann sofort als der Versager gilt. Das finde ich auch extrem doof, weil ich finde, wenn jemand schon wirklich was Ungewöhnliches leistet, wenn er irgendwas Großes schafft, dann sollte man ihm das auch anerkennen in einer gewissen Form und ihm nicht, nur weil er dann nicht Gold gewinnt, nur weil er dann nicht die Champions League gewinnt, nur weil er dann nicht die EM gewinnt, nur weil er nicht die WM gewinnt oder die Tour de France, einfach sagt, er ist der totale Verlierer und was soll's, dann macht er, dann muss er nächstes Jahr sich mehr Mühe geben beim nächsten Mal. Das ist doch wirklich, ich glaube wirklich kein Sportler, der irgendwie sich aus seiner eigenen Kraft versucht, was zu erreichen, gibt sich keine Mühe. Ach Mann, dieses Spiegelverkehr-Ding ist echt schwierig. Und ich glaube wirklich, dass wenn die dann da stehen und da die ganzen 1000 Kameras auch auf sie zeigen, das ist ja ein Druck, den kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nicht in dieser ja, Welt drin ist. Das ist wirklich, glaube ich, immens, was da für ein Druck auf einmal auf einen einprasselt. Und ich finde es auch doof, wenn man sozusagen dann, ja, das Verhalten außerhalb des Sportlichen für wichtiger befindet. Sowas wie, ja, er ist über eine Ampel gerast. Sowas. Niemand ist zu Schaden gekommen, aber er ist einfach, weil es zum Beispiel, weil er zum Wettbewerb wollte, über eine Ampel gerast. Wenn es dann heißt, der ist ein total schlechter Mensch, der ist furchtbar schrecklich, bla bla. Oder der tritt doch für unser Land an, der muss sich da dementsprechend benehmen. Finde ich das auch falsch, weil klar, er tritt fürs Land an und das Land hat dann einen gewissen Prozentsatz, sagen wir mal, finanziell ihn unterstützt. Und da könnte man dann sagen, da ist doch das Mindeste, dass er sich gut benimmt. Aber ich finde es auch nicht okay, wenn sein Benehmen dann sozusagen als der Maßstab der Dinge ist. Nicht das, was er wirklich geleistet hat, sondern das, was er sich geleistet hat. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber, was ich sagen will. Aber ich finde es natürlich für mich persönlich ist auch eine ganz doofe Sache. Und da bin ich dann auch schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich glaube, heutzutage kann man sich Titel teilweise kaufen. Also nach meiner Ansicht ist es nicht so, dass wirklich all diese großen Sportlertitel, die dann im persönlichen Bereich sind, noch nur so, ja, so nur verdient sind. Also zum Beispiel, gestern war die Europa-Fußballerwahl von 2016. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Cristiano Ronaldo nicht verdient hat. Aber ich finde auch nicht, dass er jetzt so herausragend war, dass man sagen muss, ja, er hat mit Abstand da gewonnen. Oder auch die Weltfußballerwahl, die finde ich schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen, ja. Sowas zum Beispiel vor ein paar Jahren hat, glaube ich, Lionel Messi gewonnen in einer Saison, wo er so gut wie dauerverletzt war. Oder auch Ronaldo hat schon mal gewonnen, obwohl er in der Saison sehr oft verletzt war. Und da kommt dann für mich so die Frage auf, ist das dann wirklich noch aufgrund der Leistung, dass man den Preis bekommt? Oder ist es dann nur noch, weil man der Name ist? Weil man sozusagen das Aushängeschild für etwas ist? Und ja, da finde ich dann, sollten wir als Gesellschaft sagen,
Ein Aushängeschild muss nicht einen Preis gewinnen, nur dafür, dass es das Aushängeschild ist, sondern es sollte, wenn dann, nur Preise gewinnen dafür, dass es wirklich was geleistet hat. Ja, heute etwas länger, heute etwas schwere Kost. Ich hoffe trotzdem, dass mein Video euch gefallen hat. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr wisst, was ich meine, nämlich nicht, dass es im Prinzip mir nicht darum geht, dass ich glaube, dass alles in der Sportwelt korrupt ist, sondern dass ich einfach glaube, dass es da in vielen Punkten so Momente gibt, wo man einfach mal sich auch fragen sollte, ob das wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Und ja, ich hoffe, dass meine Nachricht auf jeden Fall so richtig, dass sie rüberkommt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen über einen Daumen hoch. Und ein Abo ist natürlich auch was, worüber ich mich freuen würde. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen über Twitter oder Facebook. Autsch, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Frage einfach per E-Mail an die bell.readmy@outlook.com schreiben. So, tut mir leid, ich habe heute einen leichten Hänger. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Tschüss!